Künstliche Intelligenz, das Thema heute. Ist sie wirklich so vorteilhaft, wie alle sagen? Das erfährst du in diesem Video. Ja, du kommst, wie in der Einleitung schon beschrieben, nicht mehr dran vorbei. Es gibt jetzt die KI für das, für das, für das, für das. Ja? Die künstliche Intelligenz, ersetzt sie wirklich den Menschen? Und hier muss ich als erstes sagen, Vorsicht. Künstliche Intelligenz ist eine Hilfe. Ich muss ehrlich zugeben, ich nutze sie jetzt auch schon mittlerweile. Ja? Es gibt verschiedene Anbieter, die sind kostenfrei teilweise. Das ist aktuell so, weil die wollen jetzt Daten sammeln. Ja? Eine künstliche Intelligenz ist nur eine künstliche Intelligenz, wenn sie Daten sammelt. Und genau hier ist das Risiko. Wenn du sie für dein Unternehmen anwenden willst, dann heißt das nicht, dass die künstliche Intelligenz auf dein Unternehmen trainiert ist. Sie kann dir Texte, Werbetexte etc. anbieten. Sie kann dir auch welche suchen, klar. Und manchmal ist das auch, wenn du gerade nicht im Kreativmodus bist, sehr hilfreich. Das Problem ist nur, die künstliche Intelligenz ist gerade jetzt noch sehr begrenzt. Das heißt, das, was du suchst wird oder als Antwort bekommst, werden auch viele andere bekommen. Das ist nun mal so. Idealerweise hast du eine künstliche Intelligenz, die mit deinem Unternehmen wächst, die immer dazulernt. Ja? Soweit sind wir aber noch nicht. Deswegen die Gefahr. Sei vorsichtig. Nutze es als Stütze, als Ideengeber, aber lass es nicht dein neuer Mitarbeiter sein. Ich nenne euch ein kleines Beispiel aus unserem Unternehmen. Wir sind jetzt knapp seit 5 Jahren am Markt und wir haben schon so knapp 10.000 Werbetexte geschrieben. Hätten wir diese 10.000 Werbetexte schon in einer künstlichen Intelligenz und hätten ihm auch noch den Input gegeben, welcher Werbetext gut ist, welcher schlecht ist, dann hätten wir wahrscheinlich eine Maschine, die uns immer den idealen Text geben kann. Das Problem an der ganzen Sache ist, die KI weiß ja noch gar nicht, was für deine Zielgruppe, also für unsere Kunden, wirklich ein guter Werbetext ist. Sie schreibt einen sehr allgemeinen Werbetext, aber das heißt nicht, dass er ideal ist auf unsere Kunden zugeschnitten. So, das heißt, das ist ja genau, was ich anfangs im Video gesagt habe. Klar, ich kann sie als Stütze nehmen, aber sie kann mir trotzdem nicht sagen, was genau für unsere Zielgruppe funktioniert. Und deshalb solltest du immer vorsichtig sein. Nutze das Ganze, auch um ein paar Anbieter, die jetzt sehr, sehr durch den Markt gehen. Klar, überall probieren, such dir Ideen, teste das Ganze aus. Aber meine Empfehlung, lass es nicht dein neuer Online-Marketer werden. Dafür braucht es noch ein bisschen Zeit. Wohin das Ganze gehen kann und wie viel Potenzial das Ganze hat, das ist enorm. Und vor allem ab dem Moment, wenn du selber Input geben kannst, dann wird die KI wirklich sehr, sehr stark. Ich hoffe, ich konnte dir das Thema KI so ein bisschen näher vorstellen. Und ja, wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann folg gerne unserem Channel und bis bald.